Ali ist schon wieder unterwegs. Der Paketzusteller fährt seit 10 Jahren für Hermes. Er weiß mittlerweile genau, welche Voraussetzung für den Job am wichtigsten ist. Wenn du ein aktiver Mensch bist und willst du immer in Bewegung sein, kannst du Paketzusteller sein. Der gebürtige Iraner steht vor der täglichen Aufgabe, die wachsenden Paketmengen zu bewältigen. Zeitdruck, fehlende Ladezonen und Baustellen, Kunden, die nicht zu Hause sind. Vor allem die Ladezonen rücken immer mehr in den Blickpunkt. Laut einer Studie der Industrie- und Handelskammer Köln sind bis zu 80% der Flächen mit parkenden Autos belegt. Natürlich stresst mich, weil wenn ich keinen Parkplatz finde, ich muss in zweite Reihe parken. Sendungsmengen wachsen jährlich. Seit dem Jahr 2000 hat sich die Anzahl der Pakete in Deutschland verdoppelt. Auf über 3 Milliarden im Jahr 2017. Auch Ali beobachtet diesen Anstieg seit Jahren. Ich kann in meinem Gebiet sagen, Hafen City zum Beispiel in 2008, ich habe mit 50 Paketen gefahren, komplette Hafen City. Ich habe jetzt zurzeit mehr als 180 Pakete in diesem Gebiet. 180 Pakete am Tag. Viele davon kann der 36-Jährige als Sammellieferungen in Büros abgeben. Trotzdem bleibt viel zu tun. 81% aller Online-Shopper lassen sich den Einkauf am liebsten an die Haustür liefern. Doch oft klingelt Ali umsonst. Anders als diese Kundin sind viele Empfänger bei einer Lieferung nicht zu Hause. Ich verliere viel Zeit. Deswegen, das ist für mich ein Problem, richtig Probleme. Paketboten verstopfen die Straßen oder liefern nicht pünktlich. Vorurteile wie diese begegnen Ali immer wieder. Trotzdem will er noch mindestens die nächsten 10 Jahre weiterfahren. Jede Arbeit gibt Stress. Kann man nicht sagen, eine Arbeit hat keinen Stress. Bei jeder Arbeit gibt es Stress. Manche Arbeit ein bisschen mehr, manche Arbeit ein bisschen weniger. Die Reise dieser Sendungen ist nun beendet. Und auch für Ali geht es jetzt in den wohlverdienten Feierabend.